Ich bin Marko Buljevic, 31 Jahre alt, 1,96 Meter groß und spiele die Positionen 2 und 3. Mein Lieblingsplatz in Bochum ist die Rundsporthalle. Und zwar genau dann, wenn das Lied Bochum von Herbert Grönemeyer läuft, während wir unsere Korbleger machen, kurz vorm Spiel. Da kriege ich das ein oder andere Mal Gänsehaut. Als Sportler sollte man eigentlich Salat sagen, aber ich bevorzuge die Currywurst. Ich wohne seit 8 Jahren jetzt im Ruhrpott und liebe Currywurst, vor allem die Currywurst in der Rundsporthalle. Wir spielen ja meistens berauschenden Basketball. Wenn wir keinen berauschenden Basketball spielen, kann ich den Fans sagen, es gibt zumindest hervorragende Currywurst bei uns. Mein schönstes Erlebnis in meiner Karriere war wahrscheinlich der deutsche Meistertitel in der Bundesliga mit EW Baskets Oldenburg und vielleicht auch im Jahr darauf in der Euroleague zu spielen, unter anderem bei Real Madrid und Panathinaikos Athen. Da speziell erinnere ich mich, dass ich gegen Panathinaikos in Athen eingewechselt wurde und mit der ersten Ballberührung einen Dreier aus 9 Metern getroffen habe. Und nach dem Spiel hat mir Željko Obradović, der Trainer von Athen, gratuliert und mir auf den Hintern geklapst. Željko Obradović, wer ihn nicht kennt, ist so ziemlich der Papst unter den Basketballtrainern. Musik im Auto, auf dem Weg zur Halle, ganz klar. Letzte Saison hat mir Devon Roberts immer seine sogenannten Hype-Tracks geschickt mittags und sagte mir dann, ich sag's jetzt mal genauso, wie er es gesagt hat, Marco, you need to listen to this shit, that will guarantee you 20 points tonight. Ich habe angefangen, Basketball zu spielen, nachdem mich mein Papa und Opa, die aus der schönen Stadt Split in Kroatien stammen, zum Basketball mitgenommen haben. Damals hat Jugoplastika Split mit Toni Kukoc und Dino Radja dreimal in Folge den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Und seitdem bin ich mit Basketball infiziert und ja, Basketball spielen gehört seitdem zu meinem Leben wie atmen, essen, schlafen.